Ja, hallo, ich bin der André Wagenknecht und wir sind hier wieder in Riva auf dem Brione und wir treffen uns heute erneut wieder hier für ein paar Fahrtechnik-Tipps. Hallo! So, den ersten Tipp haben wir euch gegeben, wie man das Vorderrad leicht in einen Absatz reinlupfen kann. Jetzt kommen wir aber zum nächsten, das heißt die etwas höhere Stufe, den Bunnyhop. Ein Bunnyhop, denke ich mal, ist jedem bekannt, aber Stefan wird euch jetzt zeigen an einem kleinen Hindernis, unser wunderschöner Stock auf Reisen mit uns, wie er die gleiche Kante fährt, aber zieht das Hinterrad mit hoch, um somit dann schön schräg, zack, in den Absatz reinzuspringen. Das heißt, wenn ich noch schneller unterwegs bin auf das gleiche Hindernis zu, kann ich vorher schon abspringen, um dann bei der Schrägen reinzulanden. Ich falle also nicht ins Nichts, sondern ich nutze quasi die kleine Abfahrt schon wieder als Landung. Hier ein kleines Beispiel, wie es im Gelände nicht passieren sollte. Das heißt, wenn ich das Hinterrad zu spät anziehe, bleib also am Hindernis hängen, wenn eventuell eins von der Kante ist und würde somit etwas unruhiger reinlanden. Oder das Hinterrad würde sogar im schlimmeren Fall hochschnalzen.